Frau Dr. Mulak, das 500. Lutherjahr steht zum ersten Mal im Zeichen des Antisemitismus des Reformators. Ist das berechtigt? Ja und nein. Es ist insofern berechtigt für diejenigen, die Luther aus der Perspektive der Epoche des Holocaust, und des Antisemitismus im Faschismus betrachten. Die Frage ist nur, ob es fair ist, einen Mann für etwas verantwortlich zu machen, was 500 Jahre später geschehen ist. Auch wenn die Nazis sich auf Luther beriefen für ihren Antisemitismus, das taten sie natürlich, um die Christenheit zu gewinnen für sein Programm. Aber aus Luthers Sicht oder aus der Sicht der Historiker ist es auf keinen Fall berechtigt, wenn ich denke, man darf einen Menschen nur aus seiner eigenen Zeit heraus beurteilen. Und Luther lebte im ausgehenden Mittelalter, das in Europa antisemitisch war. Aber ich würde jetzt auch hinter den Begriff des Antisemitismus ein Fragezeichen setzen, weil es den Begriff überhaupt noch nicht gab und weil es eine Judenfeindlichkeit war, die eine Reaktion war auf eine jüdische Christenfeindlichkeit. Und wenn wir bedenken, dass Luther in seinem Buch Die Juden und ihre Lügen, das neu rausgekommen ist zum Lutherjahr, dass er darin weitgehend die jüdische Bibel, die hebräische Bibel, kritisiert mit manchen Aussagen und vor allen Dingen mit den Interpretationen. Also er kritisiert, dass das jüdische Volk sich als auserwählt fühlt und die anderen eben als Goyim bezeichnet, was ein recht abwertender Begriff ist, also kein neutraler Begriff. Und daneben den Talmud, der auch wieder fast noch menschenverachtender ist, nämlich Menschen, die nicht jüdischen Glaubens sind. Und das Zentrale ist für ihn ja, dass sein Jesus Christus, sein Herr und Heiland, den er geliebt hat, und Maria verächtlich als Hurensohn und Hure bezeichnet werden. Und das ist natürlich für ihn ein solches Sakrileg, dass er darauf einfach nur mit Zorn reagieren kann. Er war ein sehr impulsiver Mensch, das wissen wir. Er hat auf Hexen oder auch Frauen zornig reagiert, auf Papst zornig reagiert. Also es waren viele Menschen oder Menschengruppen, auf die er zornig reagiert hat. Und deswegen würde ich sagen, es ist ein Zorn auf bestimmte Äußerungen von Juden, von jüdischen Texten insbesondere, also nicht von jüdischen Menschen im Volk, sondern eben vom Schriftgut her. Und das würde ich nicht als Antisemitismus bezeichnen. Sie haben den Talmud als antichristlich, ja sogar als menschenverachtend bezeichnet. Können Sie dafür Beispiele nennen? Oh ja, das kann ich. Ich möchte aber vorausschicken, dass wir immer davon ausgehen, dass die Christenheit oder jedenfalls die nicht-jüdischen Völker das jüdische Volk ausgegrenzt haben. Vorausging aber, dass das jüdische Volk sich selbst abgegrenzt hat von der restlichen Welt, weil die restliche Welt mehrere Gottheiten verehrte, insbesondere eben auch die Göttin, und dass das jüdische Volk nur noch den einen Jahwe verehren durfte. Und von daher waren alle anderen eben Goyims, und das waren Götzendiener und eben die Nichtjuden, und die wurden per se abgewertet. Und von dieser Abwertung zeugt nun der Talmud. Ich habe einige Stellen mal rausgesucht. Da heißt es zum Beispiel, da wird zum Beispiel die Frage gestellt, weshalb sind die Nichtjuden schmutzig? Also, dass sie schmutzig sind, wird auf jeden Fall vorausgesetzt. Weil sie am Berg Sinai nicht gestanden haben, lautet die Antwort. Als nämlich die Schlange der Eva beiwohnte, impfte sie ihr einen Unflat ein, bei dem Israeliten, die am Berg Sinai gestanden haben, verlor sich der Unrat. Bei den Nichtjuden aber verlor er sich nicht. Dann finden wir eine weitere Abgrenzung. Da heißt es zum Beispiel, wer Scharen von Israeliten sieht, also eine jüdische Menschenmenge, spreche, gepriesen sei der Allweise der Geheimnisse. Wer Scharen von Nichtjuden sieht oder den Völkern der Welt, spreche, beschämt ist eure Mutter, zu Schanden, die euch geboren hat.
Ein weiteres Beispiel. Wer Gräber von Israeliten sieht, das heißt, wer da vorbeikommt am Friedhof, der spreche: Gepriesen sei, der euch nach Recht erschaffen, euch nach Recht ernährt, euch nach Recht versorgt und euch nach Recht versammelt hat. Er wird euch auch, der einst nach Recht auferstehen lassen. Wer Gräber der weltlichen Völker sieht, spreche: Beschämt ist eure Mutter, zu Schanden, die euch geboren hat. Und das steht in Berakot 58b und das ist Band 1, Seite 261 und das erste Zitat, das ich genannt habe, im selben Band, Seite 257. Ich sage die Seitenzahlen dazu, damit man es leichter findet, ansonsten findet man die nirgends. Noch ein drittes Beispiel. Da wird unterschieden, wird eine göttliche Stimme wahrscheinlich sprechen und die sagt: Ihr seid meine Schafe, die Schafe meiner Weide. Menschen seid ihr. Ihr heißt Menschen. Nicht aber heißen die weltlichen Völker Menschen, sondern Vieh. Und das steht bei Hamizia 114b oder eben Band 7, Seite 845. Und nach dieser grundlegenden Unterscheidung zwischen weltlichen und nicht und jüdischen Völkern, da heißt es dann, dass eben die Nicht-Juden selbstverständlich mit dem Vieh kopulieren. Und daher ergeht die Mahnung, dass man kein Vieh in Wirtshäuser von Nicht-Juden einstelle, weil sie der Bestialität verdächtig sind. Eine Frau darf mit ihnen nicht allein sein, weil sie der Bestialität verdächtig ist. Auch wenn ein Mensch, und das heißt in diesem Fall ein Jude, weil die Nichtjuden ja keine Menschen sind, sondern Vieh, also auch sonst ein Mensch darf nicht mit ihnen allein sein, weil sie des Blutvergießens verdächtig sind. Das heißt, es ist eine logische Schlussfolgerung, wer mit Vieh kopuliert, wer also erstmal Vieh ist, wer mit Vieh kopuliert, ist auch selbstverständlich ein Blutvergießer, das heißt Mörder. Und das finden wir in Abuda Sara 22a oder Band 9, Seite 502. Und das wären Beispiele für das, was ich menschenverachtend nenne. Es gibt natürlich noch zig andere, aber ich denke, das sollte hier genügen. Wenn Sie den Antisemitismusvorwurf gegen Luther zurückweisen, wie kommt es dann, dass Matthias Morgenstern, der Übersetzer und Kommentator von Luthers sogenannter Judenschrift, in seinen Kommentaren immer auf Luthers Judenfeindlichkeit verweist? Ja, das tut er in der Tat und das werfe ich ihm auch vor. Wir müssen aber erstmal sehen, was er selber sagt, warum er den Text von Luther übersetzt hat und kommentiert hat. Und zwar, es geht ihm darum, dass er sich ausschließlich an der Opferperspektive der Juden orientiert. Das heißt, er hat gar nicht den Anspruch, wirklich wissenschaftlich zu sein, obwohl der Verlag den Kommentar als wissenschaftlich ausweist. So, und das sieht dann ganz konkret so aus. Luther erhebt den Vorwurf gegen den Talmud. Zitat: Schreiben doch ihr Talmud und ihre Rabbinen, das Töten sei keine Sünde, wenn ein Jude einen Heiden tötet. So. Nun könnte man erwarten, dass er im Kommentar das entweder bestätigt oder widerlegt und vielleicht Stellen aufzeigt. Jetzt schreibt er aber in seinem Kommentar: Das jüdische Strafrecht kennt im Einzelfall in der Tat unterschiedliche Sanktionen, je nachdem, ob die Tat von einem Juden oder Nichtjuden begangen wurde und wer Opfer der jeweiligen Tat ist. Jetzt liefert er aber keinen Beleg dafür, das könnte er aber, denn im Talmud steht eindeutig, dass wenn der Jude einen Juden tötet, dann ist er, es ist Todes, weil in der Genesis steht, wenn du Blut vergisst, das Blut deines Bruders vergisst, soll es wieder vergossen werden. Und dann steht aber im Talmud,
Wenn er aber die Absicht hatte, einen Nichtjuden zu töten, dann ist er straffrei. Das heißt also, die Tötung eines Nichtjuden ist straffrei. Und das genau das kritisiert Luther. Aber er verschwurbelt das hier und sagt, ja, im Einzelfall vielleicht mal, geht aber auch gar nicht auf den Mord ein. Und stattdessen gibt er uns dann ein Beispiel und sagt, dass es sogar Fälle gibt, in denen das Leben eines ungeborenen, nicht-jüdischen Kindes wertvoller ist als das Leben eines jüdischen Kindes, weil der jüdischen Mutter die Abtreibung gestattet wurde und der nicht-jüdischen nicht. Aber dass das deswegen ist, weil das nicht-jüdische Leben mehr zählt, das kann überhaupt nicht sein, denn gleichzeitig finden wir im Talmud, da heißt es, eine Israelitin darf einer Nichtjüdin keine Geburtshilfe leisten, weil sie damit ein Kind für den Götzendienst gebären hilft. Also nicht mal da ist es erlaubt zu helfen, also vielleicht das Risiko, dass das Kind dann stirbt. Ja. So, und auch das Säugen, da heißt es auch, sie darf, eine Nichtjüdin darf ein jüdisches Kind nur dann säugen, wenn andere zugegen sind, aber ein anderer Rabbiner sagt, nein, auch selbst dann nicht, denn sie könnte ja ihre Brustwarzen mit Gift eingerieben haben, um das jüdische Kind zu töten. Also es, um jeden Fallkreis geht es darum, jüdisches Leben zu retten. Also statt nun auf Luthers Kritik einzugehen, erhebt der Kommentator den Vorwurf gegen Luther, dass das, was er schreibt, Verleumdung sei. Und das, obwohl Luther mit allem Recht hatte.